Werte Mitpatrioten, wie geht's? Wir, die Rechte, wir haben einen großen Sieg errungen, weil Maaßen noch im Amt ist. Also, das von dem Thema werden wir bestimmt noch was hören. Die Linken, die können sich in den Arsch speisen. Aber Hetzjagden, das große Thema, was ist das denn? Das große Thema Hetzjagden. Irgendwelche Linken haben offenbar in Berlin-Lichtenberg einen Film gemacht, wo sie so tun, als hätte die AfD eine Hetzjagd gemacht. Aber ich verlinke den gleich, wenn ihr den noch nicht kennt. Der ist total lächerlich. Der ist so ein Skinhead, der sagt so: Jeder von euch kann der Partei beitreten. Jeder. So ein Skinhead mit Springerstiefeln und diesen schwarzen Hosenträgern. Und ein Schwarzer rennt dann direkt an diesem Infostand vorbei und wird verfolgt von zwei so Typen. Also das sieht so unecht aus. Und es gibt ja schon seit langem die Theorie, dass Rechte verstehen, wie Linke denken, aber Linke nicht verstehen, wie Rechte denken. Also für die Rechten, für die Linken sind wir Rechte einfach nur das Böse, aber auch das Dumme. Während wir Rechten uns durchaus auseinandersetzen können mit der linken Ideologie, und es gibt sogar empirische Studien, die das belegen, dass der Rechte die Antwort eines Linken relativ gut vorhersagen kann, oder die Reaktion, während der Linke scheitert beim Rechten. Also für die Linken sind wir nur unerklärlich böse, aber auch unerklärlich dumm. Also nach der linken Logik ist tickt der Rechte ungefähr so: Meine Haut ist ja weiß, meine Mutter auch, mein Vater auch. Wie, es gibt Leute, die eine andere Hautfarbe haben, die sind nicht so wie wir. Also einerseits habe ich Angst, aber andererseits auch, wenn die nicht so sind wie wir, dann ist es schlecht, ne? Also einfach nur Intoleranz aus Dummheit, ne? Meine Oma ist weiß, mein Opa auch, meine Nachbarn auch. Und jetzt leben Dunkelhäutige auf meiner Straße, die sehen anders aus als wir. Scheiße, sowas. Wir essen noch jeden Tag Sauerkraut, aber die essen Döner. Damit bin ich nicht aufgewachsen mit Döner. Das entspricht nicht meinen Geschmacksnerven. Deshalb schlage ich die, die Döner essen, und ich schlage die mit brauner Haut. Weil das einfach für mich, ne? So ungefähr, ne? Also darauf reduzieren sie uns, ja. Oder der einzig andere rechte Typus ist der ist aber selten, aber besonders gefährlich. Der andere rechte Typus, das ist der Funktionärtypus, der weiß natürlich, dass das Quatsch ist, jemanden wegen seiner Hautfarbe zu hassen, ne? Aber er ist halt ein rechter Rattenfänger, ne? Er ist halt ein Rechtspopulist. Er erzählt dem rechten Volk halt, was sie hören wollen, nur weil er sich sein eigenes Süppchen kochen will und dann zum Beispiel die Abgeordneten-Diäten kassieren will, ne? Und ein schönes, warmes Büro im Bundestag und so, ne? Also der ist sozusagen teuflisch, ne? Er weiß, dass es Quatsch ist, ne? Aber man kann die Dummheit der Leute ja ausnutzen, ne? Und der ist dann natürlich auch gewissenlos und unethisch und deshalb auch böse. Auch wenn der Typ vielleicht nicht diese Vorurteile hat, aber er nutzt sie aus bei den Dummen. Und das ist vielleicht sogar noch schlimmer. Also so sehen sie uns. Und da würde mich mal interessieren, zu welchem rechten Typus gehöre ich eigentlich? Bin ich einer der dummen Mitläufer oder bin ich einer der Manipulatoren, der intelligenten? Ich schätze, Sie halten mich für einen der Dummen sogar. Nicht wahr, Linke? Viele Linke sind auf meinem Kanal ja in letzter Zeit nicht mehr, außer Gabor 67. Ne? Den habe ich mal auf einer Schwulenparty gesehen. Da war ich als Sicherheitsmann. Ne? Also ich habe nicht mitgemacht. Der hat Talking Turkey sich von Talking Turkey in den Arsch ficken lassen. Das war für mich total ekelhaft zu sehen. Ich war ja nur Wachmann, aber ich habe dann auch gekündigt, weil ich Schwule nicht gerne bewachen möchte.
Das fand ich ekelerregend. Garbo 67, ne? Der ist so schwul. So schwul, ne? Aber wir Linken, wir können dieses Gutmenschentum, wir Rechten, was habe ich jetzt gerade gesagt? Was habe ich jetzt? Habe ich mich verraten? Ne? Ich meine, wir Rechten, habe ich gesagt, wir Linken. Wir Rechten, wir können das Verhalten von Linken ganz gut vorhersehen. Ne? Also wir verstehen ungefähr, wie die Ideologie des Gutmenschen funktioniert. Ja. Dass er einerseits natürlich gut sein will und es ist auch eine gewisse Schuld, ja, ein gewisses Schuldgefühl. Aber es ist dann oft so, dass er sein persönliches Schuldgefühl auf seine Rasse und seine Nation projiziert. Ne? Also ganz einfach. Ne? Obwohl die Linken natürlich auch noch einige Hintermänner haben, aber von denen sage ich jetzt lieber nichts. Ne? Ein Beispiel von denen, na, ich gebe auch lieber kein Beispiel. Ne? Die Hintermänner der Linken. Ja, also wir Rechten können ganz gut verstehen, ne, wie die Gutmenschen ticken. Ne? Bloß, dass wir deren Denken ablehnen, sofern man das als Denken bezeichnen kann. Ne? Okay, ne? Also die heiße Phase des bayerischen und hessischen Wahlkampfs wird wohl bald anfangen. Ne? Da wird auch noch einiges passieren. Also AfD-Leute sind jetzt absolutes Freiwild, ne? Ne? Also ich glaube, da werden noch, also ich denke, es könnte bald tote AfD-Leute geben, ne? Was ich, also Gott bewahre, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das passiert, ne? Die Linken und die Ausländer sind ja so außer Kontrolle, ne? Ich hätte echt Schiss, an einem AfD-Stand zu stehen, ne? Ich bin so ein gestandenes Mannsbild, wie ihr seht, aber ich hätte irgendwie Schiss da, ne? So wie so eine Zielscheibe in der Öffentlichkeit an einem AfD-Infostand zu stehen, da hätte ich Schiss, dass plötzlich irgendwie. Also vor Antifa habe ich nicht viel Angst. Die kann man so wegpusten wie Insekten. Die sind ja schwach. Aber die haben dann diese bemesserten Ausländer. Ne? Und die treten auch gerne an den Kopf. Das machen die Antifanten ja nicht. Das sind ja keine Kopftreter. Dafür sind die ja viel zu lieb. Viel zu brav, trotz allem. Ne? Es sind Ratten, die Antifa, ja. Aber. Also. Das geht noch weiter hier mit der Eskalation. Und wenn Hass so schlimm ist, guck dir mal Merkels Fresse an, wenn Gauland spricht. Das ist der blanke Hass. Ich dachte, Hass ist schlimm. Hass ist Hass, ne? Okay, das war's jetzt erstmal.